Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video geht es um die sogenannte SMART-Formel. Und diese SMART-Formel steht in Zusammenhang mit Zielen, Zieldefinitionen. Ziele sollen SMART definiert sein. Was heißt das? Das erste S steht für spezifisch. Spezifisch heißt vor allem, das Ziel muss klar sein, es muss strukturiert sein. Das zweite, das M steht für messbar, das Ziel muss messbar sein. Das A steht für, das Ziel muss attraktiv sein, das heißt, ein Nutzen muss klar erkennbar sein. Dann das R steht für realistisch, das Ziel muss erreichbar sein und es muss sein terminiert, das heißt, ein bis wann muss festgelegt sein. Bis wann habe ich dieses Ziel erreicht? Ja, das ist die SMART-Formel. Das kommt also aus diesen Lebenshilfe-Büchern, dass Ziele SMART definiert sein sollen. Es gibt noch ein anderes Verständnis, dass man sagt, Ziele müssen operational definiert sein. Und das bedeutet, Ziele müssen definiert sein, was, wann, wie viel und wo. Das ist ganz ähnlich wie dieser SMART-Gedanke. Was, wann, wie viel und wo. Das ist eine operationale Zieldefinition. Ja, das war's schon. Schauen Sie unter spaßlerndenk.de für meine Seminare, unter spaßlerndenk-shop für meine Lernhilfen. Danke.